Herzlich willkommen auf Multilaser und heute darf ich euch zu einem richtig schönen Video einladen und zwar Carson Time. Ja, wir werden heute den Carson CV-10 einlaufen lassen und ich werde euch ein bisschen mitnehmen bei der ganzen Geschichte. Ich habe mal wieder hier meine Grundausstattung hingestellt, was ich so brauchen werde. Immer so mein Grundkoffer, da habe ich ja schon öfter Videos gemacht, packe ich euch unten in die Videobeschreibung, was ich immer so mitnehme. Das ist so ja, mein Standardkram und hier oben sind dann immer so Glühkerzen etc. drin. Ne? Ja, ein kleiner Koffer. Dann als nächstes, was ganz wichtig ist, Glühkerzenstecker, witzigerweise hier von Konrad, den Standardnormalen, der billige, der funktioniert. Ich habe zwar auch noch andere auf Ersatz mit, aber egal. Heat Engine, also mein Heizkopf, weil wir 25% Bionitro fahren. Und ja, liebe Leute, ich weiß, man bekommt es nicht mehr. Ich habe mich darüber informiert. Ich habe es schon monatelang vorher erfahren. Ne? Wenn man sich mit Nitro beschäftigt oder das Verlangen danach hat, dann merkt man, oh, was ist da jetzt? Ne? Und informiert sich darüber. Ich habe hier aber trotzdem noch genug Liter gekriegt, damit wir noch Spaß haben können mit 25%. Ich werde den Carson gleich auf 25 Bionitro einfahren. Ich habe noch einen 5 Liter Kanister Tornado. Den 5 Liter Kanister Tornado will ich aber aufbewahren für den Rennmotor, den ich noch habe, der im Team Associated steckt und noch gewisse andere Autos. Und den Carson hier, die neuen Motoren, die werden wir mit Bionitro einfahren. Später dann auf 16%. Das Ganze hier ist der RMV Tycoon, ne, steht da ja. Produced by RMV Tycoon, das heißt, ist einfach nur abgepackt in 1 Liter von Carson. Genau, hier haben wir den schönen Nitro. Caro kommt in dem Fall weg. Was machen wir als erstes? Gar nichts. Wir machen heute eine komplette Einlaufphase. Das Fahrvideo werde ich nicht hier machen, weil das ist ja hier Gelände, aber hier habe ich meine Ruhe und deswegen drehe ich das gerne hier vor Ort. Sorry, wenn es zu dunkel wird. Es ist leider schon ziemlich spät. Ich mache euch mal manuell heller. Ja, ich fake euch jetzt einfach ein bisschen heller vor. Wir benutzen die Originalanleitung. Das heißt, ich werde mich nach der Originalanleitung halten, wie auch beim Overheater, um euch einfach zu zeigen, dass es, wenn man sich an die Anleitung hält, funktioniert. Funktionstest. Wir werden hier die ganzen Vorbereitungen machen, wie das alles funktioniert, wie man so einen Motor einlaufen lässt. Habe ich extra eine Videoserie gemacht, werde ich hier nicht drauf eingehen. Ne? Ich möchte euch nur dabei haben und dass ihr seht, wie die Startschwierigkeiten sind, ob ich ihn leicht ankriege, ob er die Tanks durchlaufen kann und. Ich werde hier keine Schritt-für-Schritt-Anleitung machen, das habe ich schon gemacht. Mal gucken, was Carson hier in ihrer Anleitung schreibt. Funktionstest habe ich schon gemacht. Letzte Vorbereitung. Ist ja witzig, hier in der Anleitung sind so Insider-Tipps. Das ist ja witzig. Ich lese euch mal vor. Insider-Tipp. Lassen Sie den Glühkerzenstecker niemals länger als 10 Sekunden am Motor angeschlossen. Wenn Sie diesen zu lange benutzen, kann dies dazu führen, dass die Glühkerze vorzeitig durchbrennt. Benutzen Sie wiederaufladbare Glühkerzen. Hä? Ja, benutzen Sie wiederaufladbare Glühzünder. Glühzünder nennen Sie das. Also Glühkerzenstecker, wiederaufladbar ist ganz klar. Insider-Tipp 3, zum Starten feuerfeste Handschuhe anziehen. Die Insider-Tipps sind ja mega. Feuerfeste Handschuhe anziehen, das ist kein Witz. Steht da. Genial. Es kann losgehen. Auch wieder hier in der Anleitung ein ganz wichtiger Text. Der Wagen ist voreingestellt. Das kaufe ich Carson jetzt auch mal so ab, dass das so ist. Werden wir nämlich ausprobieren. Und hier ist ein wichtiger Text. Der Motor ist vom Hersteller schon voreingestellt. Benutzen Sie eine Plattform und stellen Sie das Auto so drauf, dass die Reifen keinen Bodenkontakt haben und sich frei bewegen können. Da komme ich nämlich jetzt zu. Weil viele meinten, Kunststoff-HZ kann schnell kaputt gehen. Ja, wisst ihr auch warum? Folgendes Problem. Wir haben eine Schwungscheibe oder besser gesagt eine Glocke aus Metall. Die könnt ihr hier sehen. Die ist aus Metall und das HZ ist aus Kunststoff.
Jetzt machen viele den Fehler, schmeißen den Wagen an, lassen ihn einlaufen und der Wagen steht auf dem Boden und die Glocke dreht oder will drehen. Die Schleifkontakte berühren die Glocke erwärmt sich. So, was passiert mit der warmen Glocke, wenn sie auf das Kunststoff-HZ trifft? Richtig, das Kunststoff-HZ kann schmilzen. Wenn der Wagen hochdreht, wird die Glocke auch sehr warm. Deswegen niemals ein Nitro mit einem Kunststoff-HZ Fuß hier vorhalten und Gas geben. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Ne? Wenn ihr ein Stahl-HZ macht, könnt ihr das gerne machen, dann kann nichts passieren. Aber mit einem Kunststoff-HZ dürft ihr so eine Späße nicht machen, weil wenn die Glocke heiß wird, dann schmilzt sie das Hauptzahnrad einfach weg. Ne? Das müsst ihr euch immer im Hinterkopf behalten. So, aber schön, dass es hier drin steht. Eigentlich steht hier alles so drin. Wie geht's? Was ich gut finde, ist, wir haben hier auch die Werkseinstellung. Das finde ich ganz gut. Das heißt, hier wird gesagt, inwiefern man die Werkseinstellung von dem Motor wieder einstellt. Dann haben wir hier ein Bild, ne, wie fetter oder magerer gedreht wird. Und ja, eigentlich ganz gut gemacht. Ja, hier ist noch ein Insider-Tipp, möchte ich auch vorlesen. Nach der Einlaufperiode, Periode, Alter, das sagt man doch heutzutage nicht mehr. Nach der Einlaufperiode können Sie Ihr Auto bei fetter Vergasereinstellung langsam fahren und vermeiden Sie längere Zeit bei Vollgas. Stimmen Sie die Einstellung mit 1/8 Umdrehung vorsichtig ab. Der Leerlauf erhöht sich umso mehr, je mehr Sie das Gemisch im Motor abmagern. Ganz klar, daher die Leerlauf-Gemischschraube auch mit einstellen. Das funktioniert ja genauso. Ne? Lassen Sie das Auto im Leerlauf über 2 bis 3 Tankfüllungen laufen und überprüfen Sie die Temperatur des Motors, etwa alle 2 Minuten. Lassen Sie zwischen den Tankfüllungen 10 bis 15 Minuten Pause zum Abkühlen. Der Motorkühlkörper sollte mit dem Finger berührt werden können und nicht zu heiß sein. Achtung, nicht anfassen. Hä? Sollte die Oberfläche zu heiß werden, erhöhen, drehen gegen den Uhrzeigersinn, die Hauptdüsennadel und gehen Sie in kleinen Schritten, naja, einfach magerer machen. Okay. Ja, gut, dann war es das zur Einlaufphase. Also wir haben hier, genau, wir haben hier eigentlich nur eine Seite, das ist eine Seite zur Einlaufphase. Finde ich teilweise okay, aber ist ein bisschen mager. Ne? Aber dafür hat Carson ja auch Online-Videos, aber von der Anleitung her ein bisschen zu mager. So, ich stelle euch mal jetzt seitlich. Ich stelle euch mal so hier hin. Ich bereite jetzt mal alles vor. Das heißt Aufkleber ab. Der kommt hier auf meinen Tisch. Der hat also schöne Warnung. Dann gucke ich mir den einmal kurz an. Ich habe hier auch den Luftfilter noch gar nicht gemacht. So, der Spalt ist wirklich korrekt. Jetzt gucke ich mal einmal kurz die Hauptdüsennadeln an. Hauptdüsennadel ist okay. Leerlaufnadel sieht auch okay aus. Luftspalt ist korrekt eingestellt. Den können wir aber sonst auch noch einstellen. Lassen wir aber so. So. Drehen das Auto einmal, jetzt hole ich ein Tuch, um die Abgase abzufangen. Da lege ich mir hier so ein bisschen was hin, dass der ganze Schmodder aufgefangen wird und lege mir hier noch die Rolle hin. Dann kippe ich mir jetzt erstmal was in die Flasche, ganz klar, ein bisschen Nitro. Den guten alten Bio-Nitro. Hier habe ich ein bisschen rumgesaut. Ich ferkel, das ist aber nicht schlimm. Den Heater, den benutze ich jetzt hier bei dem Bio-Nitro sowieso gerne. Weil der Biotreibstoff sowieso so ein bisschen die Tendenz hat, schlecht anzuspringen. Da wirke ich einfach nur vor. So, wir haben ein bisschen Nitro rausgeholt. Aus dem Liter geht das ziemlich schnell, muss ich sagen. Machen den Tank voll. Und ich gebe euch echt den Tipp, sauber arbeiten zahlt sich aus. Umso sauberer ihr arbeitet, umso weniger Dreck bleibt an eurem Auto haften, weil Nitro ist ein Staubmagnet. So, dann pumpen wir Vollgasstellung, pumpen wir Nitro in den Vergaser. Kommt da was? Ja, kommt tatsächlich was. Aber nicht sehr gut. Was ist das denn? Der will die Nitro da nicht hochpumpen. Was ist denn da los? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Beim Pumpen kommt der Sprit bis hierhin und geht wieder zurück nach dem Loslassen. Könnt ihr das sehen?
Nein, ich will nicht pusten, aber ich muss. So. Was soll's. So, Vergaser wieder drauf. Zumachen. Sehr gute Pumpe, sehr gut. So, bevor wir ihn jetzt anschmeißen, Heater drauf. Das erleichtert uns einfach dermaßen das Anwerfen des Motors. Weil es ist einfach so, wenn Nitro-Motor warm ist, ist es einfach ultra angenehm, den zu starten. Und das ist wirklich die beste Erfindung auf der Welt. Gibt es schon seit Jahren. Habe ich nie auf dem Schirm gehabt, weil es mich nie interessiert hat. Aber seitdem ich es bei Björn gesehen habe, will ich da nicht mehr drauf verzichten. Und der passt hier sogar auf den kleinen drauf. So, aufheizen lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, ne? Ich merke jetzt schon, es wird immer dunkler. Ich muss euch noch mal ein bisschen heller machen. Ja, jetzt strahlt alles außenrum, aber es geht nicht anders. Wir haben es schon knapp 18 Uhr. Ja, ist halt so. Der Wagen wird auf jeden Fall schön warm. Der Heater heizt wie Hölle. Macht den Motor schön warm. Wir werden versuchen, gleich durch das kleine Loch auch den Motor zu starten. Mit dem Heater drauf starte ich den Wagen oder versuche es. Folgendermaßen, was ich noch erwähnen wollte. Bei dem Bio-Nitro wäre es besser, wenn ihr eine Stufe heißer macht. Heißt, R3 ist so meine Medium-Kerze. Die benutze ich für alles eigentlich oder immer. Und hier wäre es sinnvoll, wenn ihr denn eine R4 nehmt. So, jetzt ist hier eine R5 drin. Ne? Okay, ne? Die können wir dann auch benutzen. Es ist übrigens eine Rossi-Kerze verbaut, was ich richtig gut finde. So, wir probieren mal unser Glück. Ich hole mal einen Schraubenzieher, den brauchen wir. Ein Schlitzschrauben drüber, ne? Und dann gucken wir mal, ob wir die Karre einbekommen. So. Heiß ist der Kopf auf jeden Fall. Kurz glühen lassen. Hört ihr das? Zack, schon läuft die Karre. Kurz warten. Glühkerzenstecker ab. Und jetzt. Dreht viel zu hoch, dreht viel zu hoch. So. Schon besser. Ihr seht, die Reifen hören langsam auf. Aber der Wagen hat starke Vibrationen. Guckt euch das an, der vibriert sich voll auf. Da muss ich sagen, schlecht, Carson. Das ist nicht voreingestellt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber jetzt bildet sich auch langsam der Rauch. Ich versuche das mal anzufangen.
Ja, da könnt ihr ihn sehen. Ja, es ist schwierig, weil es weiß ist. Ich zeige es euch mal. Aber noch viel zu hoch. Viel zu hoch noch. Man muss so ein gewisses, gesundes Maß finden aus ich sterbe gleich ab und ich lasse ihn laufen. Es sind viel zu viele Vibrationen. Ist aber okay. Vibrationen sind geringer, Drehzahl ist auch geringer. Mit. So, kurze Erklärung dazu. Wir haben eine deutlich sichtbare Rauchfahne. Kann ich euch vielleicht, wenn ich mal hier die echte die echte Helligkeit zeige, die ist ungefähr so. Dann könnt ihr da die Rauffahne sehen, die hier rauskommt. Der Wagen ist nicht voreingestellt. Ihr müsst den komplett selber fett machen. Und jetzt rutscht er mir gerade runter. Ihr müsst so den Schritt finden. Ich mache ihn mal wieder heller. Ihr seht ja den Qualm. Ihr müsst so den Schritt finden zwischen. Jetzt steppt er mir gerade ab oder nicht. Und der war überhaupt nicht eingestellt. Also Carson, bitte, das war nicht gut. Überhaupt nicht. Zum Einlaufen viel zu mager. Er ist viel zu hoch gedreht. Ihr müsst da unbedingt die Leerlauf-Gemischschraube rausdrehen. Und unbedingt die Hauptdüsennadel fetter machen. Ich habe die Hauptdüsennadel jetzt fast bündig gemacht. Die war nämlich viel zu weit drinne. Und die Leerlauf-Gemischschraube habe ich fast um 2,5 Umdrehungen, wenn nicht sogar 3 Umdrehungen rausgedreht. Weil das viel zu hochtürig war. So lässt man den Wagen nicht einlaufen. Ne? Ja, ich nehme euch mal mit. Ich zeige euch mal kurz, wie viel Nitro er da jetzt raushaut. Ja. Ein bisschen, ist noch nicht so viel. Ich zeige euch mal meine Einstellung. Ich muss ganz ehrlich sagen, theoretisch mache ich es immer so, dass ich die Motoren so einlaufen lasse, dass sich die Räder nicht drehen. Aber hier kann es auch sein, dass die Kupplung einfach schon zu früh greift. Und weil die Drehzahl ist deutlich niedriger als vorhin. Wir sehen, dass die Reifen zwischendurch mal kurz so anhalten, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja.
Aber mehr kann ich nicht machen, weil sonst geht er aus. Das zeige ich euch jetzt mal eben. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt habe ich noch weiter runter gedreht. Er ist noch leiser geworden. Problem ist, und das darf man auch nicht vergessen, wenn man den zu fett macht, dann kommt er nicht mehr auf Temperaturen und dann bringt diese ganze Einlaufphase auch nichts. Eine gewisse Temperatur muss schon vorhanden sein während der Einlaufphase. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja. In dem Zustand jetzt hat der Motor so gefühlt eine Temperatur von so 50, 55, 50, 60 Grad. Ich konnte den Motor ohne Probleme anfassen und konnte ihn so ungefähr 5 bis 10 Sekunden lang halten, bevor es mir zu warm wurde. Wenn ihr merkt, dass der Motor zu kalt wird, dann solltet ihr es definitiv, dass er ein bisschen dreht. Ihr seht das, wir lassen ihn jetzt auch so einlaufen. Ich lasse die Kamera ein bisschen laufen, aber es wird immer dunkler. Ich zeige euch mal jetzt die aktuelle Dunkelheit. Das ist das hier. Es ist wirklich schon ziemlich dunkel. Und so ist es natürlich hochgedreht. Ist aber okay. Ich lasse den Tank jetzt so laufen und dann schalte ich nochmal ein zum zweiten Tank. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende des Tanks und dadurch dreht der Wagen gleich nochmal hoch. Gehen wir ein bisschen weiter weg. So, weil das hatte nämlich ein Zuschauer gefragt und das ist ganz normal, wenn nämlich das Nitro alle wert. Magert der Wagen ab und dreht hoch. Und das können wir gleich mal beachten. Jetzt. Jetzt magert er langsam ab. So. Da habt ihr gehört, wenn der abmagert, dann ist ganz normal, dass das Auto hochdreht. Warum? Weil wenig Nitro, zu viel Luft, ne? Er magert sich von alleine ab und dreht dann dadurch hoch. Ja. Ich habe euch das ja mit dem Luftfilter gezeigt, das möchte ich euch, da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, weil jetzt ist nämlich eine Abkühlphase vom ersten Tank. Wir haben mittlerweile auch schon eine deutliche Verfärbung hier im Tuch zu sehen. Das sieht in echt dann so aus. Ja, ziemlich durchmatscht. Gut, dass wir da das Tuch hingelegt haben. Das ist voll mit Nitro. Könnt ihr das sehen? Ja, bloß liegen lassen, dann saut ihr euch nicht den Tisch ein. Tank ist leer. Der erste Tank ist komplett leer. Und ich habe euch ja hier die Sache mit dem... Oh, ich mache immer wieder heller. Es ist einfach schon zu dunkel. Aber ich muss den heute einlaufen lassen, damit ich euch die nächsten Tage Videos zeigen kann. Den Luftfilter habe ich ja so gedreht. Generell ist diese Position nicht korrekt, das wollte ich noch mal kurz korrigieren. In dem Fall hier ist es aber in Ordnung, weil hier eine Kunststoffabdeckung über den Motorritzel und auch über unsere Kupplungsglocke ist. Das heißt, eigentlich macht man den Luftfilter so nicht hin bei Offroad-Fahrzeugen. Grund dafür ist, wenn ihr nämlich mit dem Offroad-Fahrzeug durch Pfützen fährt und so alles, spritzt das HZ und auch die Glocke matsch nach oben und dann würde es direkt hier vorne reingehen in den Luftfilter.
Hier aber in dem Onroader ist das ja abgedeckt. Und daher spielt das hier keine Rolle, wie wir den Luftfilter hinlegen. Und deswegen machen wir natürlich die beste Option Richtung Fenster. Dann hat ja noch einer gefragt, ist es nicht klüger, in die Karo zwei Löcher zu schneiden? Nein, theoretisch nicht. Weil in das Fenster, theoretisch wäre es klug, wenn man hinten noch was reinschneiden würde. Ist aber nicht nötig, weil die Karo ja unten offen ist. Das heißt, unten ist die Karo offen, oben ist ein Fenster. Es entsteht ein Luftsaug und der reicht. Das reicht vollkommen. Die Karo ist ja nicht unten mit dem Auto zu. Ne? Genau. Deswegen sind mehr Löcher nicht nötig. Was war noch? Wie gesagt, wenn ihr einen Offroader habt, dann würde ich den Luftfilter immer so legen. Meistens sind die Motoren auch nicht auf der Seite, wie hier jetzt, sondern auf der Seite. Und da würde ich euch vorschlagen, dass ihr den Luftfilter weg vom Mitteldiff dreht. So, dass er weg ist vom Motor, aber auch weg vom Mitteldiff ist. Und ja, aber hier ist das absolut in Ordnung. Jetzt lassen wir ihn abkühlen. Circa 10 bis 5 Minuten werde ich ihn abkühlen lassen. Wir haben es heute ein bisschen frisch. Daher brauche ich nicht so lange laufen lassen oder nicht so lange abkühlen lassen. Es kühlt ja schon hier ziemlich frisch ab. Dann machen wir den zweiten Tank und dann noch den dritten. Und dann ist es wohl auch dunkel. Und dann kann ich euch nämlich am nächsten Tag nämlich schon die erste Fahrt zeigen. Ich habe nämlich richtig Bock. Tuning-Teile sind auch schon angekommen. Kurze Information dazu noch. Und zwar haben die Leute gefragt, wo habe ich die Tuning-Teile her? Die habe ich bei eBay gekauft. Einfach die günstigsten Teile rausgesucht, die mir gut gefallen. Und ich kann euch ja mal schon sagen, was auf dem Weg ist. Bodenplatte, Fronthalter, unten oben, die Platte hier oben, die Halter sind auf dem Weg. Mitteldiff, was noch? Hinten der Halter. Irgendwelche Blockhalter, die weiß ich gar nicht, wo die hingehören. Ich habe die einfach so gekauft. Dann habe ich noch die Motorblocks gekauft, die Tuning-Variante davon. Ja, Zweigang habe ich leider noch nicht gefunden, aber da bleibe ich dran. Und ein Reso, da werden wir dann eng eins nehmen. Ja. Gut, dann lassen wir mal weiter abkühlen und dann sehen wir uns im zweiten Tank.